Okay. Na bitte. Vielleicht müssen wir auch Hinweise sammeln, dass wir dann bei den Stadtwachen eventuell mehr Optionen haben zu sagen, okay, wenn ich das und das und das habe, dass sich dann irgendwann die Chance 1 zu 1 ergibt. Das könnte natürlich sein, dass wir sowas aus Dialogen dann immer mitbekommen. Hallo, die Als alter Zauberer, ich meine als jemand, der selbst mit den entlegensten Winkeln der magischen Kunst vertraut ist, kannst du mir einen Rat geben? Ich meine, darf ich dich um einige kluge Worte bitten, die es mir erlauben, in deine erlauchten und erleuchteten Fußstapfen zu treten? Aber natürlich, junger Herr Stofftapete. Nun, das Leben lehrt vor allem dies. Ach so, okay. Nee, das haben wir schon. Entschuldigung. Dann verzählt ihr mir wahrscheinlich immer den gleichen Kram. Kann Ihr nochmal seid also durchgehen. alle Fakultätsleiter. Denkst du an eine Bef... Nein. Nee, okay, das haben wir auch Eine schon Frage gesehen. Beschäftigt unsere, Kla Was? Ja, okay, das ist der gleiche Shit wie damals. Wie damals. Vor 5 Jahren, als ich das erste Mal gespielt habe. Du bist womit beschehen? Okay. Na schön. Alles klar, das ist auch noch das gleiche. Möchte der Zauberlehrling mit mir sprechen? Ich dachte, ich könnte dir das Essen klauen, den alten Derzeit Sack. Habe ich... Was ist mit dir? Ja, okay. Das scheint der gleiche Kram. Jo, sonst habe ich hier eigentlich nichts mehr. Ich könnte doch mal... Soll ich noch mal den Gong schlagen? Einfach, weil ich es kann. Machen wir, komm. Jungs. Wie schön, dass der Windelpuns jetzt erstmal zuhören möchte. Ist der oberste Hirte denn jetzt mal wach? Oder ne, der pennt direkt wieder ein. Okay. Bäh. So, okay. Hier gibt es also auch nichts für uns zu holen. Ich könnte mal zum Erzkanzler gehen. War hier noch hier oben? Da waren noch 2 Räume, oder? Ne, war nur einer. Dann gehe ich nochmal ganz kurz in mein Zimmer. Guck mal, vielleicht ist, ob am Turm irgendwas Neues ist jetzt. Oh! Ein Hut. Sein Hut ist größer als meiner. Und spitzer. Und der gehört jetzt mir. Boah. Dieser Hut ist zweifellos eindrucksvoller als meiner. Hey, da ist was drin. Oh, guck mal, ein Häschen. Meine Güte, die Taschentücher und Kaninchen scheinen überhaupt kein Ende zu nehmen. Ah, okay. Ja, wobei... ja, ich überlege gerade, ob das irgendwie... Ich habe jetzt gedacht, das Kaninchen könnte natürlich das Hündchen ablenken, aber auch nur, wenn es halt Instinkte hat, ne? Ja, guck, vielleicht ist da irgendwas in unserem Schränkchen jetzt drin, was vorher noch nicht drin war. Ne, leider nicht. Selbst das kann ich mir nicht mehr angucken. Traurig, aber wahr. Okay, dann gehen wir nochmal in die Bibliothek. Also ich hätte jetzt schon mal meinen fancy magischen Hut, weil ich denke, ich muss mich auch irgendwie verkleiden, um mein Held zu sein. Jetzt, wo ich gerade so in der Situation bin und halt nicht weiter weiß, hundertprozentig, das ist schon geil. Ne, das ist doch schon ziemlich cool, aber ich möchte euch das halt eigentlich nicht antun, dass ich hier immer doof rumlaufe und nichts mache. Kann ich den vielleicht hier reden? Wer hat ja ein Buch über Helden oder sowas, kann natürlich sein. Herrliches. Es könnte schlimmer sein. Stell dir nur vor, dass es etwas anderes regnet. Zum Beispiel Katzen und... Katzen und... Ach, jetzt habe ich das Wort vergessen. Katzen und... Katzen und... Hab ein wenig Geduld. Katzen und... Katzen und... Hunde, genau. Hunde. Du hast bestimmt gedacht, dass ich den Satz nicht ohne ein Tier zu Ende bringe, wie? Ach komm, wir haben ja schon so viel durchgemacht miteinander. Hast du die Nummer... Das sollte wohl Hast jetzt kein du einen Thema Kamm sein. Oder so? Ich meine, wenn du schon eine wichtige Bibliothek leitest, so solltest du mehr Wert auf dein Äußeres legen. Wie wäre es, wenn du dir an Menschen ein Beispiel nimmst, ihnen in gewisser Weise nachäffst? Nein, du kannst mir nichts am Zeug flicken. Diesmal bin ich zu schlau für dich gewesen. Ich habe nachäffen gesagt, nicht Tier. Oh, Mist. Und da ist sie wieder. Hallo, du alte Molotten. Okay, das ist das, was wir schon mal gehört das haben. Das scheint mir... Alles klar. Ich gebe ihm trotzdem nochmal eine Banane. Eigentlich will ich ein Buch haben, was mir was über Helden sagt, ne? Ansonsten wäre auch mal interessant zu wissen, was ist eigentlich hier mit diesem Buch hier. Das Buch der Taumaturgie. Das illustriert... Ja, Levitation, genau. Entschuldigung. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas mit dem machen? Wenn du mal eine Banane bekommst, was hältst du davon? Ne, ich möchte dir nicht. Das rein. Scheint mir ein... wo ist meine Truhe? In den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. Ich schätze mal, die Banane wird jetzt einfach futtern. Bitteschön. Miam, 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 miam. Ja, super. Gern geschehen, du Arsch. Weil dahinter ist was. Ihr seht das, ne?
Das macht mich wahnsinnig. Okay, der L-Raum. Das funktioniert. Dort lebt. Okay. Der L-Raum ist auf jeden Fall nicht mehr am Stissel. Buch. Okay, das ist nur dafür da. Ja, komm. Düsen wir mal hier raus. Es sind aber noch ein paar von den Kollegen, die sind ja noch am Leben, ne? Stadttor, was wollte ich denn da jetzt nochmal machen? Ach so, genau. Einmal mit dem quatschen. Ob es da jetzt vielleicht andere... Aha, guck mal, hier ist nämlich der Talisman. Ich wusste es. Ja, die Maske brauchen wir noch. Nun, wie sehr einen magischen Tun, ein Mund, einen Zun, einen Schwollen doch 500.000 zu... Ja, super. Muss ich auf 1 Million kommen oder wie oder was oder wo? Nun, wie sehen meine Chancen aus, den dreinen Mag... Ah, ich denke, das wären 125.000 zu 1. Okay, ich schätze, ich brauche alle 6 Teile. Und dann komme ich auf 1 Million zu 1 oder so. Keine Ahnung. Obwohl das eigentlich scheiße ist, ne? Weil eigentlich brauche ich eine Chance 1 zu 1. Nun, einen Mag und ein Mund, eine Wollen doch 500.000. Ja, okay, 500.000 zu 1. Leck mich doch am Arsch, ey, du Arsch. Leck mich am Arsch, du Arsch, genau. So, ich wollte aber mal ins Versteck gehen. Mal gucken, wie das hier aussieht. Weil eigentlich müsste dann doch jetzt hier alles, Eine Regen, meine Güte, hier werden... Komplett... Ah, guck mal. Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Na schön, nenn mir die Parole. In Ordnung. Sie lautet... Steffen, so, okay. Wie bitte? Du hast... Oh, in Ordnung. Will... Was? Sahnetörtchen. Zu den Ingredienzen dieses Sahnetörtchens gehört auch ein Liebestrank. Duftet verlockend, das Ding. Was? Ach so. Ah, okay. Ja, weil die wahrscheinlich alles voller Pudding hatten und... okay, ich verstehe. Ein Unheilpotz. Ich meine, was auch immer. Ich glaube, die Visage dieser... Alles klar. Okay, okay, okay. Darf ich nochmal? Davon habe ich bereits. Ja, okay. Nein. Gut. Aber war auch geil. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Sahnetörtchen bekommen, wo jetzt auch ein bisschen Liebestrank mit drin ist. Jetzt kommen natürlich auch wieder Gedanken in den Kopf... Ich könnte zum einen eventuell die Amazone. Ich dachte, du bist ein Palastkollege. So etwas sollten wir... Ein groß... Ja, ist okay. Und auch... Bla, 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 bla. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Ich könnte das vielleicht bei der Amazone verwenden. Oder auf mich selbst, in Bezug auf Nanny Ork, natürlich, ne? Oder Punkt 3 ist... das Milchmädchen, ne? Da gibt es ja auch noch. Hier gibt es auch nichts Neues. Wirtschaft waren wir schon. Schatten habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust drauf. Gehen wir zum Palast. Guck mal, der hat eine Socke an. Oder ein Gips. Hört mal. Nein. Ach, okay. Lass mich rein, ihr Penner. Hey, ich soll was dagegen tun. Hau ab. Wer? Hört mal. Nein. Ah, okay, die wollen nicht. Die wollen einfach nicht. Ich habe eins habe ich hier noch, ne? Hier. Guck mal. Ich schätze... Nein! Einen... Was wollen wir nicht sehen? Achso, Entschuldigung. Nun, was haltet ihr davon? Vielleicht einen Schokoladenauflauf? Nein, nein, er scheint mir irgendwie vertraut. Ein Nilpferd? Hm? Nein, kein Nilpferd. Ein Talghaufen? Nierenfett? Ich hab's. Es ist deine Frau. Meine Frau ist nicht dick! Guck mal, hat sogar was gebracht. Sauber. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Geil. Alter, was passiert da? Der bisschen... Ah, ist der kleine Bursche mit der Koch. Cool. Und das sind jetzt ausgewachsene Hühnchen, das meinte ich genau. Was passiert hier? Wer kämpft da gegen wen? Heilige Scheiße. Was ist denn hier los? Das Loch. Es scheint die Form eines Drachen zu haben. Wunderschön. Was ist das? Oh, ich verstehe. Eine Art drakonische Visitenkarte. Achso, einfach nur, damit der Drache sich wahrscheinlich woanders aufhalten kann und trotzdem noch Palaver passiert. Ich verstehe. Reden wir noch mit den Kollegen. Was hältst du hier von der neuen Steuer? Erscheint mir nicht ganz fair. Wie soll ich auf der sozialen Leiter nach oben kommen, wenn ich sie im Nacken habe? Ja, außerdem ergeben sich gewisse Probleme, wenn man keinen Kopf mehr hat. Aber ich bin total gefreut, dass er jetzt einfach das zweite Psychiaterbild mir einfach nochmal Zugang gewährt hat. Sehr ist alles cool. In Ordnung mit dir? Ja, danke, Mutter. Mutter, was für Mutter? Pfannkuchendiebe stecken dahinter!
Ich meine Verbrecher, die sich auf den Inhalt von Bratpfannen spezialisiert haben. Nun, ich möchte nicht länger stören. Es ist kriminell, jawohl, kriminell. Wie du meinst. Ich gehe jetzt dort drüben hin, wenn du nichts dagegen hast. Hervorragend. Ja, vielleicht kann der Patrizier mir noch was sagen, was zu den Helden gehört. Es ist alles sehr einfach. Selbst du kannst das verstehen. Die neue Steuer ist pro Kopf, wie es auf juristisch heißt. Wenn dir pro Kopf nicht gefällt, so sorge ich gern für ein ohne Kopf. Das gilt auch für dich. In einer Demokratie werden alle gleich behandelt. Ja, okay, keine großartige Information. Was ist denn hier los? Blasen! Extra schaumig. Kann ich die Dusche irgendwie aktivieren? Eine Bürste! Tada! Ein Topf mit schaumigem Wasser. Leider fällt mir im Augenblick einer aus echter. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Ist die Frage, wartet da gerade jemand, oder? Als ich das... Ich will sie nur irgendwie wegkriegen, die Blasen. In der Kommode jemand drin? Nö. Ich denke mal, das Seifenwasser macht ja auch keinen Sinn. Im Gegenteil. Ups. Das funktioniert. Nein, passt nicht. Das funktioniert. Passt nicht. Das funktioniert. Passt nicht. Kann ich den Vorhang vielleicht zumachen? Das funktioniert. Auch nicht. Als ich das... Tja, dann habe ich jetzt gerade auch leider keine Idee. Scheiße. Man könnte ein paar Blasen mit dem Fangnetz vielleicht fangen. Das funktioniert. Nein. Oder mit dem Spatzel den Schaum abschöpfen. Auch wenn, das ist ja eigentlich so ein Schöpfgerät, ist ja kein Spaten, ne? Oder kein Spachtel. Warte mal. Fällt mir gerade noch eine andere Sache ein. Wir haben hier doch nochmal einen Sack voller Stärke, dass alles sofort steif werden lassen wird. Das funktioniert. Ach, schade. Man hätte es ja mal versuchen können. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz nach draußen. Machen uns aber nochmal kurz ein aktuelles Bild über das, was wir vielleicht noch machen können, machen sollen, machen müssen. Und wir dann für heute Schicht machen. Also, ich habe auf jeden Fall, ich muss mir mal ein paar Notizen machen, weil, wie gesagt, wenn es jetzt daran geht, dass ich das jetzt halt nicht jeden Tag spiele, dann vergesse ich mir auch gerne mal was. Das heißt, ich hole mir mal kurz einen Zettel und einen Stift und hoffe mal, dass ich mir so einigermaßen brauchbare Informationen und Notizen auch aufschreiben werde. So, also haben wir mal hier ein Zettelchen geholt. Nehmen wir mal Akt 3. Gut, was haben wir denn jetzt herausgefunden? Also bei Nanny Ock gibt es auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, das Wahrheitselixier zu bekommen. Dafür müssen wir ihr einen Kuss geben. Wahrheitselixier, Kuss. Das heißt, da Rinz mir das selbst nicht machen möchte, entweder fresse ich das Sahnetörtchen, verliebe mich in sie. Ich hoffe dann auch nur temporär. Oder aber, das war beim dunklen Wald, war das, genau. Oder ich muss irgendwie einen Doppelgänger finden oder was weiß ich was. Da habe ich jetzt noch keine Idee. Dann gibt es noch in der Wirtschaft den Hund. Der irgendwie mit dem Seefahrer zugange ist. Und der Seefahrer, der kann mir bestimmt irgendwas über die Tattoos sagen. Und ein Tattoo brauche ich ja auch. So. Und was war da noch? Genau, das Schaf bei Nanny Ock. Nanny Ock. So, und grundsätzlich, was wir jetzt noch erkunden könnten, das wäre, Wirtschaft haben wir schon. Also, ich sag mal, eine Ersterkundung durchführen. Das Versteck haben wir schon. Die Scheune haben wir schon. Den Park haben wir schon. Das dürfte auf der linken Seite ja auch gewesen sein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar größere Sachen zu erkunden. Grundsätzlich außerhalb der Welt dieser komische Bergtempel. Erkundung. Ich nenne es mal Bergtempel. Weil, also ich weiß nicht, ob man da hin kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim letzten Mal auch da war. Dann natürlich der Platz. Die Straße. Also alle da, wo meistens viele Leute sind. Platz, Straße. Beim Platz kann ich direkt nochmal gucken. Wegen dem Milchmädchen. Ob ich das irgendwie vielleicht Richtung Wald kriege. Damit der Friseur halt happy ist. Die Gasse natürlich. Mal gucken, ob der Alchemist noch lebt, weil dem habe ich schon ganz schön zugesetzt bisher. Die Scheune, den Stall werden wir gleich nochmal kurz betreten. Und natürlich den Schatten. So, alles klar. Ich glaube, ich habe jetzt mir für die nächste Aufnahme erstmal alles soweit notiert. Ich hoffe, dass ich gut weiterkomme.
Ich kann für nichts garantieren. Wir können uns noch mal ein bisschen Mais vorholen. Dankeschön. So, ansonsten... Kann ich mit dir reden? Das funktioniert. Nee. Üppiges hat... Aber ich habe jetzt, ich hab jetzt hier schon ohne Scheiß wegen der Logik, der Spiellogik und der Rätsellogik schon das Gefühl, dass ich diesen Schwanz brauche, um mir selbst einen Schnurrbart zu erstellen. Ne? Wegen Held und so. Aber ich kann mich täuschen. Aber wenn es jetzt ja so ist, das wäre echt lustig. Gut, okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal ab. Hören dann auch für heute auf. Der zweite Akt ist also jetzt auch hinter uns gelassen. Und ja, ab jetzt wird es halt echt unbekannt. Ich werde mir für die nächste Aufnahme auf jeden Fall einen Guide ausdrucken, damit ich da einfach nur wieder drauf zurückgreifen kann, wenn ich mal wirklich gar nicht weiterkommen sollte. Ich versuche es aber selbstverständlich erstmal selbst, ob ich irgendwie weiterkomme, ob ich nicht, also ob ich da irgendwie von selbst vielleicht auf die Sachen komme. Ach, die Trommel, natürlich noch die Trommel. Klar, die muss ich auch noch besuchen. Und ja, hoffe mal, dass ich nicht allzu sehr auf den Guide zurückgreifen muss, weil je mehr ich selbst rausfinde, umso geiler ist das, also finde ich zumindest. Und ja, freut euch auf jeden Fall oder freut euch eben nicht auf eine wahrscheinlich ab sofort etwas, ja, weniger vorhandene Produktivität. Weil viel rumprobieren, viel rumlaufen, einfach mal willkürlich irgendwelche Gegenstände mit irgendwas verwenden, darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen. Aber warten wir mal ab. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch bis hierhin und auch, dass euch das Let's Play gefällt. Und ja, wir haben jetzt, denke ich mal, über die Hälfte des Spiels auf jeden Fall erfüllt. Also gut, vier Akte hat es. Ich glaube, der vierte Akt ist sehr kurz. Aber vielleicht nicht minder schwer. Aber die, wie gesagt, als ich das Spiel wirklich mal komplett durchgespielt habe, dann ist bestimmt schon mittlerweile 12 Jahre her. Das war noch bevor ich mit Let's Plays angefangen habe. Und deswegen kann mich da mein Erinnerungsvermögen etwas täuschen. Aber die ersten zwei Akte haben wir eigentlich ganz gut rumgekriegt. Und ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also, euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Wo wir dann erstmal uns darum kümmern werden, die noch nicht erkundeten Objekte oder Orte zu erkunden. Und hoffentlich herauszufinden, was wir da machen müssen. Also, bis dahin. Tschüss.